Wer ist eigentlich mal ursprünglich auf die Idee gekommen, hat gesagt, Mensch, wir haben so eine schöne mittelalterliche Altstadt, ne? Mit so Engpässen und kleinen Gässchen, wo es sowieso schmal ist. Wie wär's, wenn wir da noch ein paar Holzbuden reinstellen und dann schicken wir alle Menschen auf einmal da rein? Ja, ich meine, weißt du, nach der Love Parade-Katastrophe in Duisburg darfst du im Sommer auf keinem Marktplatz mehr Freilichttheater mit mehr als 10 Zuschauern gleichzeitig machen. Aber im Winter, da karren die Balinger Landbevölkerung mit Bussen in die Stadt. Und wenn die da nicht reinpassen, wird am Rand mit Bulldozern nachgeschoben. Ja. Das ist doch ein Wahnsinn. Ich habe vor 10 Jahren habe ich tatsächlich mal mich getraut, zum Tübinger Weihnachtsmarkt zu gehen. Ja. Und dann bin ich irgendwo so zwischen Stiftskirche und Marktplatz dann stecken geblieben. Und ich muss sagen, noch heute wache ich manchmal nachts schweißgebadet schreiend auf, wenn diese Bilder wieder hochkommen. Ja. Also das ist ganz schlimm. Aber man soll ja solche Traumata also offensiv angehen. Deswegen habe ich gedacht, ich will das bearbeiten. Ich gehe dieses Jahr nochmal hin. Ja. Echt? Ja. Ja, vor allem, weil ich auch so den Ehrgeiz habe, ich will es endlich auch mal schaffen, zu einem der Stände vorzudringen. Ja, ja, das ist echt schwierig. Ja. Gerade ältere Menschen sind teilweise auf dem Weihnachtsmarkt verhungert und verdurstet, weil die das nicht geschafft haben, zu den Ständen durchzukommen. Ja, das ist wirklich hart. Die sind da teilweise, es fällt dann gar nicht groß weiter auf, die werden im Gedrängel einfach weitergeschoben. Kommen dann irgendwann mal so zerbeult und zerknittert am Ende wieder raus. Dann macht man den, werden die so als Weihnachtsmann verkleidet und an die Wände aus dem Fenster an so Stricke gehängt. Weil du das mal gesehen hast. Ach so, da kommen die her. Ja, als Warnung, als Mahnung für die anderen Senioren, geht nicht auf den Weihnachtsmarkt. Ja, aber ist klar, wenn du da diese 50 Zentimeter zwischen Glühwein und auf der anderen Seite Laubsägearbeiten aus dem Erzgebirge, wenn du da so stecken bleibst, dann kommt dir ja auch jedes Mal garantiert eine junge Mutter entgegen, die sich gedacht hat, gut, ich hab Zwillinge. Ja. Aber du, wozu habe ich denn diesen extra breiten Kinderwagen, dass die nebeneinander sitzen können? Komm, Klaus, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt mit den Kindern, ja, und leihen die Hunde an. Ja, also ja. Es gibt so ein paar Sätze, die möchte man um sich rum im Weihnachtsmarktgedrängel nicht hören. Ja, zum Beispiel so ein bisschen vor einem möchte man eigentlich nicht den Satz hören, ach Mensch, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Ja. Oder noch besser, oh, ich glaube, ich habe was vergessen. Ja, das will man nicht hören. Ja, ja. Ja, andere Sätze gibt, also was man zum Beispiel hinter sich nicht so gerne hören möchte, ist der Satz, oh, ich glaube, der Glühwein war schlecht. Ja. Oder haben Sie meinen Dobermann gesehen? Der wird bei Fremden immer so nervös. Ja, das ist auch so ein Satz, den man eigentlich... Ja. Aber der Schlimmste ist auch, guck mal, süß, die Kleine, gleich spielt sie Geige. Oh, ja. Das ist auch so ein Satz, den man eigentlich selten hört. Übrigens, kleiner Tipp aus der Praxis, wenn Sie mal also wirklich da Platzangst kriegen und Sie denken, jetzt muss mal ein bisschen Platz um mich rum sein, nehmen Sie einfach Ihren Glühwein, stippen Sie so ein bisschen die Hände rein, dass Sie so ein bisschen feuchte Finger haben und dann gehen Sie so möglichst nah ran an jemanden, so möglichst kein Scharlat, sondern so einen freien Nacken, stellen sich hinter den, ja, machen so und dann machen Sie Hachu! Ja. Sofort wieder Luft zum Atmen. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller.